Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist es soweit. Ich darf endlich den Lotus Exige vom David fahren. David sitzt auch neben mir im Film gerade. Was geht? Weil alleine dürfte ich das ja eh wahrscheinlich gar nicht. Doch, natürlich. Ich vertraue dir zu 100% und ich habe auch überhaupt keine Angst heute. Und was er jetzt auch neu hat, ist, also erstmal ist er eingefahren, auf jeden Fall. Genau. Also kann ich heute schon mal ein bisschen mehr Gas geben, auf jeden Fall. Und du hast Auspuffanlage machen lassen. Ja. Und was? Ja. 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 Und also dadurch, dass er jetzt eingefahren ist, kann man ihn natürlich höher drehen. Ja, das ist ja sowieso. Ja. Genau. Also habe ich jetzt was falsch gesagt? Nö. Alles okay. Okay, gut. Ja, auf jeden Fall für die, die es nicht wissen, das ist 2019er Baujahr. 410 PS, glaube ich, und 1100 Kilo. Also 350 PS. 350 PS ist so, ich dachte 410, okay. Das ist die Variante darüber. Es gibt 350, S, oder? 410 und 430. Okay. Es gibt so verschiedene Leistungsversionen und dann noch einmal eine Cup-Version. Okay. Aber hier haben wir 350 PS. Okay, 350, da habe ich mich vertan. Da dachte ich, das ist irgendwie eine andere Version. Okay, gut, also der geht schon trotzdem ganz schön voran, würde ich sagen. Der geht steil, ja. Auf jeden Fall, gut. Ansonsten, Innenrichtung, sowas haben wir schon mal drüber gesprochen beim letzten Video. Für die, die das nicht kennen, könnt ihr gerne mal abchecken. Und ja, ich würde sagen, starte ich mal den Motor. Ich muss sagen, alleine schon vom Testen her, die ganzen Pedalen sind halt echt schon eng nebeneinander. Also schon gewöhnungsbedürftig. Und die Kupplung lässt sich auch ganz schön stark drücken. Und man muss halt schon mit sehr viel Gefühl fahren, denke ich. Weil wenn man die ganz schnell loslässt, dann wird er bestimmt richtig vorspringen. Vor allem, du hast halt keine Servolenkung. Wahnsinn. Also wenn du jetzt, stimmt. Das ist halt heftig. Du bist, du bist ja den Evora gefahren, der hatte Servolenkung. Ja. Und jetzt bei dem hier, du wirst halt gleich merken, wenn du dann loslässt oder wenn du auf der Stelle das Lenkrad bewegen willst, boah, ist das schwer. Das stimmt allerdings, das habe ich total vergessen. Das wird jetzt nochmal was. Okay, gut. Also du sagst, jetzt drücken oder wenn der raus ist, den Schlüssel? Dreh mal den Schlüssel um richtig. Drück den mal. Hab genau, ich? Jetzt siehst du hier EX Open am Display. Ja. Genau, und jetzt Kupplung treten, Bremse und dann auf Engine Start. Ach so, ich muss ja. Ja, gehalten. Ja. Okay, du bist jetzt in Neutral. Und ansonsten ist ganz normale Paarschaltung. Damit kannst du ja umgehen. Nach rechts. Geistesgestört. Genau, und jetzt langsam runter. Ja, ja, wunderbar. Krass, ne? Ich dachte schon, wir setzen auf, aber es ging gut. Blinker setzen. Muss man das Fenster aufmachen, dann kommt man richtig ins Schwitzen, wenn man hier lenkt. Gestört. Ist das geil. Das hat richtig Freude. Ist ja eh Einbahnstraße, ne? Da kann ich jetzt fahren. Ja, komm, jetzt kannst du fahren, alles frei. Bis jetzt machst du das alles sehr gut. Also ich muss schon sagen, das ist halt wirklich ein extrem sportliches Gefühl. Ich kann mir schon echt gut vorstellen, dass ich schnell Spaß haben werde. Wirklich. Ich werde hier schnell Angst in diesem Auto bekommen. Na, ich habe mich wirklich hier so gut angeschnallt, wie es nur ging. Ich habe schon gesagt, wenn man sich doppelt hätte anschnallen können, ich hätte es gemacht. Nein, ich vertraue dir ja. Du bist ja auch den Evora gefahren wie eine wilde Hummel. Das hat aber auch echt richtig Spaß gemacht. So ein Erlebnis hatte ich noch nie. Das war echt Wahnsinn. Aber letztlich, boah, ich gebe wirklich nicht viel Gas, der zieht ja komplett. Das liegt halt daran, dass er wirklich nur 1080 Kilogramm wiegt. Der Evora vorher, der hat ja 1400 knapp gewogen und der hier ist einfach nochmal über 300 Kilogramm leichter. Das macht schon echt viel aus. Total. Auf jeden Fall. Weil wenn man sich gewöhnt ist, wie ich, ne? Ich bin jetzt nur meinen Golf gefahren. Boah, wieder knallt, das ist echt Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, wie viele Kilometer hast du jetzt? Sehe ich hier gar nicht. Ich habe jetzt runter mit dem 3824. Krass, schon ganz schön viel. Ja, es geht, aber ich frage mich, wenn du dann noch mehr Kilometer hast, wie laut dann das Auto wird. Asozial. Ja. Das wird richtig asozial. Brauche ja dann, wird immer lauter mit der Zeit. Ist ja wie beim Motorrad beim Auspuff, dass es dann auch immer lauter wird. Ja, und irgendwann stehst du halt daneben und dann wirklich, wirklich dann vibriert der Ohrenschmalz. Dann heißt es Tunnelfarben. Ja. Tunnel können wir eigentlich auch mal abklappern später. Ne? Also erstmal schön warm fahren. Warm fahren vor allem und gefühlt gebe ich ja schon Vollgas, aber das ist nicht mehr Halbgas. Das ist richtig nur mit Gefühl. Das ist Wahnsinn. Du musst halt eigentlich nur das Gas anschauen und es geht nach vorne. Ja. Das Auto ist auch selten, oder? Also ja, das sieht man nicht oft. Definitiv. Also ich würde sogar behaupten,
dass Lotus Exige seltener ist als ein Lamborghini oder Ferrari in Hamburg. Du bist letztens ein R8 gefahren? Genau, R8, V10, Quattro Sport. Das stelle ich mir auch richtig cool vor. Der war definitiv richtig geil, aber es ist halt ein anderes Erlebnis. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jedes Auto ist ein anderes Erlebnis. Wie ich immer gucke. Ich voll geil. Hab ich schon beim letzten Video gesehen, so voll konzentriert. Vollkommen geil. Man merkt ja auch wirklich jeden Hügel, aber das ist halt dieses Sportfahrwerk. Es ne? ist bretthart. Ja. Kein Komfort, einfach aber das nur macht bretthart. Einfach Spaß. Da muss ich immer wieder an die Worte von meinem Bruder denken. Der bastelt ja selber an Autos rum. Und wie der immer in seinem Auto sitzt und dann raus mal gefahren ist aus dem Hof und dann sitzt immer so drin und der ganze Körper wackelt. Das ist so lustig und das ist halt ein richtiges Feeling irgendwie. Macht halt einfach Spaß. Aber das finde ich auch cool, was mein Bruder macht. Der baut halt so sein Auto alleine auf, wirklich von der Karosse bis es halt fertig ist. Und steckt da so viel Liebe rein und am Ende kann man wirklich sagen, man hat alles so, also mit Hilfe natürlich, zusammengebaut und das ist jetzt das Ergebnis. Das finde ich auch total cool. Kann man richtig stolz drauf sein. Du müsstest eigentlich mal deinen Bruder mitnehmen. Ja. Hier im Lotus. Ja. Das wäre geil. Ich werde auf jeden Fall mal noch ein Video mit meinem Bruder machen. Also habe ich es einfach so beschlossen. Paul, du wirst jetzt wahrscheinlich das Video sehen. Wirst dich freuen. Hoffe ich. Oder dann halt, wenn sein Golf fertig ist. So ein aufgetunter Golf. So ein Wolf im Schafspelz. Wolf im Schafspelz, ja? Ja. Geil. Das hat er nicht erwartet, ne? Ich weiß gar nicht, was der reinbaut. Das ist nice, sowas, wirklich. Ich muss mich da mal mehr informieren. Was ja für ein Motor rein? V6, glaube ich. Oder wenn geht da noch größer rein? Ich will nichts Falsches sagen, ne? Boah, ein V6. VR6. Ja. VR6. Ich glaube, den Golf gibt es sogar standardmäßig mit einem VR6-Motor. Ja, ich glaube, Golf 2 gibt es so. Aber der will irgendwie noch was Höheres einbauen. Noch krasser. Wie gesagt, also ich will echt nichts Falsches sagen. Ich muss mich da selber informieren. Beziehungsweise meinen Bruder mal fragen. Komm nicht klar. Und ja. Wäre auch interessant, einfach mal ein paar Videos zu machen, wie er das so aufbaut, beziehungsweise einfach mal mit ihm darüber reden. Gib Gas, weiter, noch nicht scheiden. Oh Gott! Scheiße! Boah, ich hab ihm geschrien, das ist so laut. Laut. Das war so laut in meinen Ohren, ey. Lauter als der Auspuff. Boah, krass. Das ist wirklich so ein Unterschied. Wahnsinn auch am Lenkrad, du merkst richtig, wie das vibriert. Ja, auch, ja, ne? jede Bodenwelle, das komplette Feedback liegt in deinen Händen. Ja, aber ich fahre nur 120 und das fühlt sich aber trotzdem irgendwie schneller an. Bei Sören ist es andersrum, finde ich. Du fährst 120, das fühlt sich an wie 60 oder so, genau. Betrieb gesagt. Das ist verrückt, halt, man hat ein richtig sportliches Gefühl. Aber an die, dass man keine Servolenkung hat, gewöhnt man sich schon schnell dran, oder? Das ist halt am Anfang erstmal ungewohnt und beim Einparken kann ich mir das komisch vorstellen. Aber, na gut, ich fahre jetzt auch nur gerade, aber. Genau, beim es Einparken. Ging trotzdem. Ich hätte mir jetzt schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. Beim Einparken ist es halt mal nervig, aber an sich finde ich es eigentlich geiler, wenn du da mit dem Auto fährst, eben weil es so direkt ist. Ja. Mehr Auto geht nicht. Ja. So einen richtigen Blick nach hinten hast du zwar auch nicht. Eigentlich siehst du da hinten gar nichts raus. Nur so ein paar Schlitzer. Jetzt gibt Feuer. Drehen, weiter drehen, weiter drehen, weiter, weiter. Und jetzt schalten. Yes! Ist das verrückt? Geil. Ich muss mir Autos Probe fahren. Das macht Spaß, oder? Autos sind toll. So Spaß, wirklich. Ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal so eine Leidenschaft für Autos entwickle. Doof gesagt jetzt. Boah. Ich muss auch den R8 Probe fahren. Ich muss den R8. Ich glaube, der wird dir richtig schmecken. Ja. Also das ist ein Auto, wirklich Wahnsinn. Krass. Wirklich, ich bin überwältigt. Wie findest du die offene Schaltkulisse? Mega geil, wirklich. Ja. Absolut. Es ist wie nochmal so ein kleines Highlight, finde ich. Die offene Schaltkulisse. Auch hier schon mit der Unterschrift, wer das Auto gebaut hat. Handarbeit hast du ja gesagt. Genau. Ne? Hand-built. Alcantara, Leder, Lenker. Das ist schön.
mit den einzelnen Nähten hier, das finde ich auch schön. Wäre halt geil, wenn die Nähte hier noch neongelb wären. Ja, dann wäre es halt perfekt. So. Aber so ist schon trotzdem schön. Da bräuchtest du das hier noch irgendwie neongelb. Ja. Das passt ja schon so ein bisschen, das Lotuszeichen. Weg da! Du bist auch so ein klassischer Autobahnrambo, würde ich sagen. Was mich besonders aufregt, sind LKWs, die sich überholen auf zwei Spuren. Oder? Also da flippe ich echt auch manchmal. Ohne Mist, was würdet ihr denken, wenn ihr so ein Mädel in so einem Auto hier sehen würdet? Wie oft passiert sowas? Gefühlt nie, oder? Ah, die wissen trotzdem wahrscheinlich, dass dir das Auto gehört, weil du halt daneben sitzt. Das wäre halt noch lustiger, wenn du alleine fahren würdest. Allein, und das müsste ich aufnehmen. Boah, wäre das cool. Aber das will ich dir nicht antun. Kamera. Weil ich weiß, dass du Angst hast. Bestimmt. Ich habe auch jetzt Angst. Also das ändert sich nicht großartig. Herrlich. Knossi müssen wir mit mir mitfahren. Oder? Ob der Angst bekommt? Stimmt. Muss ich mal fragen. Garantiert. Der wollte sowieso noch mit mir ein Video machen. Echt? Ja. Sehr geil. Da weiß ich schon, was ich mache. Was würdest du sagen, wie fährt eine klassische Frau? So in deinen Augen? Also jetzt mal no offense. Das ist gemein. No hate. Ich kenne eigentlich... Die meisten, die du siehst. Was würdest du sagen? Also meine Freundin jetzt, ja, Franzi, genau. Hier, ja. Die fährt richtig gut Auto. Aha. Wie eine Geisteskranke eigentlich auch. Gut wie eine Geisteskranke. Also so halt zügig, ne? Also wenn man so wie ein Geisteskranker oder wie eine Geisteskranke fährt, dann ist das für dich gut. Ich find's besser. Guck, ich bin ja alles in der Norm. 40 war ich. Verrückt, wie klingt das? Geil, ne? Diese Pfeif- und Sauggeräusche. Ja. Absolut Wahnsinn. Um Lenkung habe ich mich jetzt schon dran gewöhnt. Ich finde das Lenkrad ist auch geil, weil es eben so klein ist. Ja. Es passt einfach. Ja. Boah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es so krass zieht. Es tut mir leid. Ich kriege echt richtige Angst bestellen in dem Auto. Ich fahre nicht schnell, aber ich war jetzt auf 1,5. Boah! Boah! Da war ein geiler. Ja, krass, guck mal. Sie weiß direkt Bescheid, was für ein Auto. Wahnsinn. Ja, das, aber das erkennt man ja auch. Nee, ich war vor dem Bus. Oh, kein Bus von mir. Oh Mann! Aber nochmal zurück zu dem Frauenthema. Ja, genau. Also. Ich finde trotzdem, dass ich immer noch viele Vorurteile gibt. Klar fahren viele auch ängstlich, die ich kenne. Das klingt jetzt so, als würde ich mich so ins Schöne reden, andere Runde, aber das will ich gar nicht. Ich will nicht, dass es falsch ankommt, aber ich finde, also die Freunde, die ich kenne, können gut fahren. Die können richtig gut fahren. Auch meine Mutti zum Beispiel, das ist Wahnsinn, die fährt riesige Transporter, parkt damit ein und so, wo ich mich frage, krank. Das hätte ich jetzt nicht so gut hinbekommen. Großen Transportern habe ich ja richtig Respekt. Riesig, wirklich. Von Citroën irgendwie so ein riesen Auto. Dann ist sie selber Amarok gefahren. Das finde ich auch echt krass. Und Geländewagen eigentlich nur und so. Aber ich kam immer relativ schnell mit sowas klar. Ich hatte ja auch, ich bin das sonst immer mit Anhänger gefahren mit meinem Motorrad. Ja. Also hinten drauf. Motorrad am Anhänger und konnte auch eigentlich relativ gut rückwärts fahren und halt mit dem Anhänger ausparken sozusagen. Also hat nicht immer funktioniert, aber ich habe mich dann immer mal so dran gewöhnt und konnte das schon einschätzen. Und ich finde, mit Anhänger fahren ist schon schwierig. Oder? Bin ich leider noch nie. Auch mit der ich weiß es nicht. Ich habe noch nie einen Anhänger am Auto gehabt. Ja. Noch nie. Und dann war der breiter als mein Auto, weil die Reifen so weit auseinander waren. Kam ich gut zurecht. Fährt der lang? Muss ich gerade ja. Hm? Ich glaube nicht, dass das so richtig ist. Oh Gott, wo fährt der denn hin? Ich glaube, er fährt komplett falsch, oder? Ich glaube, das ist ein Geisterfahrer. Was macht er denn? Oh Gott. Oh Gott, falsch im Kreisverkehr. Irgendwie da. Der ist falsch im Kreisverkehr. Ja, ne? Das war heftig. Oh, Tunnel. Komm mal langsam.
dann fahren wir langsam. Den zweiten, machen wir den zweiten. Den zweiten. Okay, und jetzt voll durch. Voll durch! Jetzt merkst du auch hier, wie das Fahrzeug auf dem Boden liegt. Macht das Spaß? Ich bin auf Rennstrecke. Jetzt muss ich durchbeschleunigen. Es kann ja nicht sein. Boah, das hat aber so Spaß gemacht. War heftig. Ne? Mehr Tunnel. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Mega. Gefällt dir das, Annika? Ja. Bist du sprachlos? Ja. Ich war das Klo ein bisschen. Pullern. Oh, jetzt. Oh, ob ich das nicht drauf. Wie er geguckt hat. Richtig geil. Oh Gott, du bist jetzt links. Ich krieg Todesangst hier. Genau, ganz links. Abbiegen. Oh Gott. Du hast keine Angst. Aha, ja, ja. Alles mit Absicht. Ich wollte mal gucken, ne? wie schnell der nach vorne geht. Ja. Riechst du das? Ja, ist die Kupplung. Das musst du sehr schleifen lassen. Ist das echt jetzt? Ja. Ist das jetzt scheiße? Also, passiert manchmal. Du kannst, also das, ja, bei denen ist das relativ oft. Also wenn du anfährst im ersten Gang, dann rutscht die mal ein bisschen. Ich hab das schon mal gerochen. Ja, bei Mevora ist es auch. Ja. Es tut mir leid, wenn das jetzt... Alles gut. Wenn ich pupse, stinkt es auch ähnlich. Stimmt. Da müssen wir nicht dran gedacht, ne? Die gehen auch schneller kaputt, ne? Das war ja. Da, wo der Fall ist. Genau. So, jetzt sind wir Jungfernstieg. Hier bitte kein Vollgas geben, weil hier oft Polizei ist. Also ich meine, du bist am Steuer, das heißt letztendlich, dein Punktekonto wird sein und dein Führerschein, der vielleicht weg ist. Tu dir keinen Zwang an, ich sag's nur. Nee, ich bin ganz vorsichtig. Fazit ist, absolut tolles Auto, wirklich, macht mega Spaß zu fahren. Gewöhnungsbedürftig am Anfang, wegen der Lenkung. Man muss halt wirklich aufpassen mit der Kupplung, dass man die nicht zu sehr schleifen lässt. Das tut dir halt echt nicht so gut, geht halt schneller kaputt als andere. Aber ich habe letztens mitbekommen, dass so eine gar nicht also so viel kostet. Ich glaube 500 Euro oder so war das, ne? Ich glaube sogar noch weniger, ja. Oder noch mit 300, 500 Euro, ja, ja, das genau. Ist schon trotzdem viel. Aber das geht trotzdem für eine neue Kupplung sozusagen, ne? Mega. Ja. Können wir eigentlich verheizen. Also ich danke dir auf jeden Fall, David. Bitte, bitte. Und ja, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.